ich zeige dir jetzt die Kräftigung mit dem Sling Trainer. Da haben wir zum Aufwärmen kurzes Mobilisieren, dann nur eine Kräftigung eben speziell für die Fußmuskulatur auch und dann eigentlich die Rumpfkräftigung und die Oberkörperkräftigung mit dem Sling Trainer. Wenn du die schon gut aufgewärmt hast oder eben gerade von irgendeinem anderen Sport kommst, dann kann man im Prinzip eigentlich das Mobilisieren auch gerne weglassen. In dem anderen Fall zeige ich jetzt einfach einmal das Mobilisieren. Gerade ein bisschen in die Beugung gehen, den Fuß unten gerade aufsetzen, das Bein vor und dann fest nach außen kreisen. Da einfach bitte viermal nach außen kreisen, dann viermal nach innen kreisen. Dann den Fuß beugen, strecken, einfach gerade runterdrücken, wieder hochbeugen. Dann Knie, Hüfte beugen, strecken. 3, 4. Dann machen wir mal einen Wechsel, machen wir dasselbe mit dem anderen Bein. Wieder fest nach außen kreisen. Immer einen schönen Kreis machen, Richtungswechsel. Dann im Fuß wieder beugen, strecken. Knie, Hüfte beugen, strecken, das Knie auf Hüfthöhe hochziehen mindestens. Sehr gut. Dann mit dem anderen Bein wieder, das nehmen wir jetzt vorne hoch, das Knie fixieren und dann den Fuß um den, also den Unterschenkel um das Knie herumdrehen. So weit wie möglich auch nach außen. Hier, hinten hoch, Becken bleibt ruhig, die Bewegung ist wieder nur in der Hüfte und hinten diese gleiche Drehung machen. Hier. Dann das Knie innen hoch und nach außen kreisen. Viermal nach außen. Schön auf die Balance konzentrieren, dann Richtungswechsel. Euer eigenes Tempo. Hier. Machen wir dasselbe mit dem anderen Bein. Knie auf Hüfthöhe hoch. Nach innen, fest nach außen. Das Knie fixieren. Hier. Hinten hoch, Becken bleibt ruhig und hinten dieselbe Drehung. So. Aber da hat eben der Oberschenkel eine andere Position in der Hüfte. Dann wieder innen hoch und viermal nach außen kreisen. Dasselbe auf die, in die andere Richtung. So, 3, 4. Sehr gut. Dann werden wir noch für den Oberkörper ein bisschen Bewegung machen, und zwar die Hände hoch, vorne die Ellbogen zusammen, richtig schön nach hinten ziehen, die Schulterblätter zusammen und die Brust raus. Viermal. 3, 4. Dann vorne die Ellbogen zusammen, die bleiben fest zusammen und dann vorne hoch, die viermal. 3, 4. Dann fest zurück, die Schulterblätter zusammen und hinterm Kopf hoch tief. Dass die Ellbogen und die Handflächen hinterm Kopf bleiben. 3, 4. Und locker lassen. Dann noch 2. Und zwar lasst die Arme hängen. Fest eindrehen, Schultern vor. Voll aufdrehen, Schultern zurück und einatmen. Einatmen. Jawohl. Und nur beide Schultern fest nach hinten kreisen. Vorne hoch, fest zusammen hinten und nach hinten runterschieben. 3, 4. Sehr gut. Super. Was du sonst noch zum Aufwärmen machst, je nachdem wie viel Zeit du hast, bleibt dir überlassen. Aber somit bist du mal wirklich ganz gut aufgekommen. Dann kommen wir zur ersten Aktivierungsübung, also zur richtigen Aktivierungsübung. Und zwar, wo ich hätte gern zu Hause einfach, dass du 10 Meter lang dir eine Linie ziehst oder eben eine Linie vorstellst und dann auf 10 Metern ja, balancieren, aber nicht am normalen Fuß, sondern wirklich auf der Außenkante, die ist sehr schwer, aber auch wirklich auf die Außenkante stellen und dann auf der Außenkante nach vorne balancieren. Da muss ich mich auch gut konzentrieren. Auf der Außenkante des Fußes 10 Meter nach vorne balancieren. Immer schön langsam steigen. Das
kräftigt super die Fußmuskulatur gegen den Senk- und Knickfuß. Zehn Meter nach vorne, dann langsam zurückgehen noch die 10 Meter. Ich habe jetzt nicht so viel Platz. Gehst einfach langsam zurück, so 20 Sekunden Pause und das Ganze aber bitte 5 Mal wiederholen. Immer mit 20 Sekunden Pause dazwischen. Dann gehen wir weiter zur nächsten Übung. Da bitte. Genau, da stellst du dich bitte hüftbreit hin, gehst gerade ein bisschen in die Knie und dann bitte wieder fest auf die Außenkante hochdrücken. Wieder langsam runter, auf die Außenkante hochdrücken. Und das spürt man dann schön auf die Außenknöchel dann. Einfach schön hochdrücken auf die Außenkante. Und hier machst bitte dreimal 20 Wiederholungen. Also da 20 Wiederholungen, dann 20 Sekunden ein bisschen auslockern. Zweites Mal das Wiederholen, wieder die Pause und dann noch ein drittes Mal. Gut. Dann noch, auch sehr schwer von der Balance. Und zwar, wir wechseln von Fersenstand auf Zehenstand. Ja? Da wirklich auf die Balance konzentrieren. Ganz leicht auf die Ferse gehen, das ist sehr schwer. Dann vorne hochdrücken, das ist ein bisschen leichter. Aber wirklich ganz hochdrücken, dass die Wadeln voll anspannen. Auf die Fersen, auf die Zehenspitzen. Auf die Fersen, und auf die Zehenspitzen. Auf die Fersen und auf die Zehenspitzen. Immer schön hochdrücken. Da bitte 15 Wiederholungen. 20 Sekunden Pause, ein zweites Mal, 20 Sekunden Pause und dann ein drittes Mal die 15 Wiederholungen. Gut, dann gehen wir zur Rumpfkräftigung. Eben alles jetzt mit dem Sling Trainer. Da machen wir zuerst Bauch, dann machen wir seitlichen Rumpf und dann eben nur Beinrückseite und Hintern und Rücken. Für die erste, bitte in die Schlaufen gehen wir mit den Zehenspitzen rein, also mit den Mittelfußknochen rein. Aber nicht bei den Griffen, sondern bei den Schlaufen unten. Dann bitte, bevor wir hochgehen, ganz bewusst einmal das Schambein hochziehen, dass der untere Rücken rund ist. Hoch, dann hänge ich nie im Hohlkreuz. Und jetzt bitte ganz bewusst das Schambein Richtung Brustbein ziehen und wieder in die Streckung kommen. Schambein zum Brustbein, die Beine bleiben gestreckt. Einfach nur mit dem unteren, über den unteren Bauch das Schambein hochziehen. Und es ist so, als würde man in den Klappmesser gehen. Noch die 15 Wiederholungen, 20 Sekunden Pause. Das sind noch die 15 Wiederholungen. Dann noch ein zweites Mal 15 Wiederholungen, wieder 20 Sekunden Pause und noch ein drittes Mal 15 Wiederholungen. Wenn nur 12 am Anfang gehen, dann gehen nur 12. Ganz bewusst auf diese exakte Bewegung achten. Nicht ins Hohlkreuz gehen, Schambein zum Brustbein ziehen. Gut, dann gehen wir in den seitlichen Stütz. Da bitte einfach mal seitlich ersetzen. Das obere Bein ist vorne, das untere Bein ist hinten. Seitlich hingehen. Nicht auf den Unterarmen, sondern auf den Händen. Ja? Dann können wir uns einmal mit beiden Händen auf dem Boden einmal hochstrecken. Und dann die Balance finden, dann den oberen Arm wegnehmen, dann schön die Balance halten. Die Füße berühren sich nicht, das obere Bein ist vorne und da schön Spannung machen, seitlich im Rumpf und auf die Balance achten. Hier bitte 25 Sekunden halten, dann wieder langsam die Hand runter und absetzen. Diese Seite bitte wirklich zweimal, da wird es nicht dreimal, sondern zweimal die eine Seite. Und dann zweimal die andere Seite. Zeige ich nochmal vor. Auch wieder. Das obere Bein ist vorne. Das untere Bein ist hinten. Ja, auf die Hände. Und dann nehme ich den oberen Arm weg. Und halte das Ganze wieder 25 Sekunden. Schön stabilisieren. Und wenn die 25 Sekunden fertig sind, den Arm zuerst runter und dann mit den Knie runter. Sehr gut, auch hier wieder
zweimal 25 Sekunden halten, mit 20 Sekunden Pause dazwischen. Gut, dann machen wir die Brücke, wo wir stabilisieren in der Brücke, und zwar mit den Fersen in diese Schlaufen hinein. Dann hinlegen. So. Lasst zuerst die Hände am Boden, Knie leicht beugen, Becken hoch und dann die Arme hoch und diese Position halten. Spür auf den Rücken, dass man nicht so, wenn man zu hoch, schnell hoch geht, dann kann es oft an meinem Rücken ein bisschen Spannung spüren. Ich möchte einfach nur langsam hoch und dann halten mit leicht gebeugten Beinen, Becken hoch. Noch 30 Sekunden, langsam absetzen, 20 Sekunden Pause und hier wieder dreimal wiederholen. Sehr gut. Dann kommen wir zum Oberkörper. Zuerst das Rudern. Ich mache jetzt gerade ein bisschen kürzer, die Schlaufen. Kann man ja ein bisschen verändern. Kann man, wenn sie lang bleiben, dann gehe ich halt noch weiter weg. Aber ich muss jetzt wegen dem Video ein bisschen kürzer machen, wegen der Kamera. So, einfach einmal langsam die Arme strecken. Und dann gehe ich mit den Füßen, vielleicht ein festes Schuhwerk, dass ich nicht so rutsche am Boden. Gehe einfach mit den Füßen so weit vor, dass ich genug Spannung habe. Das muss man einfach mal probieren, wie weit vorgehen kann ich. Die Körperspannung machen, ganz steif bleiben im Körper. Hochziehen, die Brust zu den Händen ziehen und wieder runter. Wichtig ist, die Schulter bleibt da hinten zusammenzwickeln. Und hier bitte 15 Wiederholungen. Wenn die nicht gehen, dann bin ich schon zu weit vorne gewesen. Muss ich einfach ein bisschen ein Stück zurückgehen. Ja? So ist es dann leicht. Je weiter vor, dass ich gehe, desto schwerer wird das Ganze. 3x 15 mit 20 Sekunden Pause dazwischen. Gut, dann machen wir die Gegenbewegung. Und zwar die Liegestütze. So, die Griffe. Hände wieder zu den Griffen. Da gehe ich mit den Füßen zurück. Gestreckt die Arme zuerst. Schauen wir, dass das Band nicht am Körper ist. Ja, das Band ist weg von den Schultern. Und dann langsam runter. Immer schön schauen, dass der Rücken nicht im Hohlkreuz ist. Und wieder hochdrücken. Wie Liegestütze. Einatmen. Und schön langsam. Und hier auch wieder, je weiter zurück, desto anstrengender wird das Ganze. 15 Wiederholungen, 20 Sekunden Pause, das Ganze dreimal wiederholen. Gut, und jetzt nur super Übung wie Klimmzüge. Und zwar, die ist ein bisschen schwierig vom Einsteigen. Da gehe ich mal so einfach, als hätte ich mich gerade nach oben gezogen. Stelle mich schulterbreit hin. Dann bitte Hintern raus. Die Arme strecken. Kopf rein und. Und. Sehr gut. Dann machst du wieder 15 Wiederholungen, 20 Sekunden Pause dazwischen und das Ganze wieder dreimal wiederholen. Sehr gut. Viel Spaß.